Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zurück zu Mafia 2. Und ich bin mal den ganzen Weg schon gefahren zu unserem Ziel, wo dann auch die Mission richtig beginnt, denke ich mal. Erstmal hier. Was macht denn das Taxi? Erstmal warten, bis es wieder grün wird. So, jetzt können die beiden fahren und wir müssen hier rechts rum. Und hier müsste auch schon das Ziel sein. Genau, da steht auch schon einer und wartet vermutlich auf uns. Zwei Stunden später. Wo kommst du her? Sizilien. Was hat dich hierher getrieben? Mussolini. Hat er dir ein Ticket spendiert? Lass die blöden Witze, Joe. Mein Vater war ein Ehrenmann. Als Mussolini an die Macht kam, ging's uns immer beschissener. Mein Vater hatte Angst, ich müsste zur Armee oder ins Gefängnis. Deshalb hat er mich nach Amerika geschickt und mir einen Job bei Clementi verschafft. Was ist aus ihm geworden? Er meinte, er sei zu alt für die Reise. Mussolini ließ ihn verhaften und er ist im Knast krepiert. Sie haben nicht mal den Leichnam rausgerückt, um ihn anständig zu beerdigen. Puh, das ist hart. Lebt deine Mutter noch? Sie kommen, die schwarzen Limousinen. Vito, nimm den Fettsack aufs Korn. Wir müssen ihn erwischen, bevor er ins Gebäude geht. Alles klar, ich bin bereit. Sie okay, haben Knarren! Die Party kann beginnen. Sie haben Knarren da oben im Fenster! Oh, jetzt geht's los. Das wird sich fallen. Wir haben sie alle erwischt! Hör mit dem Geballer auf, ich werd's uns noch drauf! Schade, ich hätte gerade zu viel Spaß. Okay, jetzt müssen wir hier runter. Ah, darunter, so. Kriegen natürlich hier noch ein bisschen Besuch. Haben wir eine Knarre, eine ordentliche? Hä? Warum haben die eine große und ich nicht? Habe ich eine vergessen, zufällig? Da ist ein bisschen Muni, aber die Waffe an sich gibt's hier gar nicht. Okay. Na, vielleicht kriegt man die dann noch. Müssen wir erstmal mit der klappen. Du schießt wie meine Schwester. Ich geb dir Deckung! Ab jetzt! Du bist mausetot! Den haben wir erwischt. So, nächste bitte. Was ist der nächste? Ich trau mich gar nicht richtig raus, aber ich geh jetzt mal. Da. Können wir hier eventuell. Die Tankkammer können wir nicht erwischen, aber. Schnell, Vito! Den das da. Fette Schwein darf uns nicht entwischen. Okay, du zuerst, Vito. Du bist doch der verdammte Kriegsheld. Los, wir geben dir Deckung. Nee, eine ordentliche Knarre zufällig. Nee, nur die alten Dinger. Okay. Erstmal nachladen. Und Tür öffnen. Gleich haben wir dich, Fettwanst. Gib mir Deckung. Bin ich damals sehr oft gestorben übrigens. Gib mir Deckung! Ich geb dir Deckung! Ab jetzt! Gib mir Deckung, ich geb dir Deckung. Was? Du schießt wie meine Schwester. So. Gute Nacht, sag ich mal. Kommt da noch wer? Da sind doch gerade noch ein paar gewesen. Also hier, komm mal um die Ecke oder was? Mal ein bisschen langsam hier. Achso. Na, kann ich von hier aus der Deckung? Ja. Zack. Genau ins Nasenloch haben wir den gerade geschossen. Oh, Scheiße! Pass auf! Los, zeig dich!
Boah. Bist du okay? Okay, Showtime, Vito. Verdammt, der ganze Laden brennt. Was für eine Schnapsverschwendung. Lass dir was einfallen. Beeil dich. Das ist alles? So, ich weiß, dass da oben einer war. Der hat mich früher immer umgebracht. Da. Dann nutze ich jetzt mal den Bug aus. Tut mir leid. Aber ich habe früher ganz oft geweint, deswegen. Komm schon, Vito, wir müssen weiter. Ja, die ist doch ordentlich. Hallöchen. Gib mir Deckung, es ist vorbei. Oh nein. Okay, Showtime, Vito. Oh Gott, nein. Los, ich gebe dir Deckung, Vito. Aber die sparen wir uns mal noch ein bisschen auf. Alles klar, wir kriegen ihn. So. In die Schulter, aber das hat ihm schon gereicht und ist umgefallen, der Gute. Das macht er gut? Jawohl! Der Joe, der Alte. Gib mir Deckung! Muss man hier rum, ich will mal gucken, was sie für Waffen dabei haben. Du schießt wie meine Schwester! Du zuerst! Ich geb dir Deckung! Ab jetzt! Halt! Bleiben Sie, wo Sie sind! Bleiben Sie, wo Sie sind! Sie haben keine Chance! Ja, wo denn? Ich mach hier auch ein bisschen sächsisch. Los jetzt! Zack, zack! Wo denn? Ach, da unten in der Ecke. Okay, das war ich nicht, aber unser guter Kollege. Oh Mann. Ah! Ins Bein. So. Kann ich einfach auf mich schießen, der Sack. Okay, drück den Knopf wieder. Wieso eigentlich immer ich? Könnt ihr keine Knöpfe drücken? Komm schon, wir nehmen den Aufzug. Ja, ich guck mal kurz nach Heftchen hier, das ist ja auch wichtig. Denn nicht, dass mir später der Stoff fehlt für meine spaßigen Minütchen. So, okay. Dann drück nochmal das Knöpfchen. Was zum Teufel soll das? Ich hab Durst. Verdammt gutes Zeug. Sollte ich auch mal probieren. Ich sauf nicht beim Arbeiten. Säuft er erstmal einen, sehr gut. Da das ist er, der Joe. Früher oder später krieg ich dir Deckung, die HMP. Los, ich geb dir Deckung, die Armee. Okay, Showtime, Vito. Macht endlich was, wir können hier nicht Vito. Zum Teufel erwartest du von mir? Die ballern aus vollen Rohren auf mich. Vito, hey, mach was! Dann hab ich doch sowas von erwischt gerade. Aua! Achso, da kann ich durch. Du schießt wie meine Schwester. Bin wieder da! Ich auch! So, hier, die Thompson wollen wir, genau. Oh, die ist geil. Das ist doch mal ein ordentliches Wäffchen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Da hatte ich. Da hatte ich auch eine Thompson, aber ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel. Das ist ganz, ganz lange her. Ich glaube, ja genau, Medal of Honor war das. Medal of Honor, A Light of Souls oder so. Ich freue mich schon drauf, dich umzuziehen. Okay. Da hat mein Köpfchen noch rausgeguckt. Das war nicht gut. Versteckst du dich, du Wichser? Mist. So, schieß mal, mein Freund. Die Waffe ist schon voll, das ist aber schade. So, mittlerweile hat sich alles schon wieder aufgefüllt. Okay. Lass mich am Leben! Ich habe eine Frau! Bitte! Du hast an deine Frau. Ich mache auf alles, was ihr wollt! Aber bring mich nicht um! Oh Gott, oh Gott! Einen schönen Gruß von Don Clemente. Oh! Verdammt! Verdammt, Scheiße, das wird dir noch leid tun, du Arsch! Wichser! Eieiei. Fettbacke stirbt.
Henry, okay. Alles okay? Wo hat's dich erwischt? Scheiße, gar nichts ist okay. Er hat mir ins Bein geschossen. Schöne Scheiße. Scheißkerl. Du blutest ja wie ein Schwein, verdammt. Nicht zu El Greco. Dem scheiß Maler? Nein, dem scheiß Arzt, du Idiot. Hey, ganz ruhig. Wir bringen dich gleich hin. Der Grieche, er wohnt in Heilbrook. Mama mia, du bist ja schwerer, als du aussiehst. So, jetzt müssen wir uns hier durchkämpfen. Ach, was sehen denn meine Äuglein da? Hallöchen, junge Frau. Ach, was? Ich glaube, das habe ich noch nie gefunden. Daneben. So, schnell durch. Aber ich glaube, uns erwarten hier auch noch ein paar Gegner. Komm schon, Vito, er blutet wie ein Schwein. Mach endlich! Was denn? Ich kann hier nur laufen. Mehr kann ich noch nicht. Ich glaube, da kommen welche. Ich bin mir nicht sicher. Das sieht so aus. Jetzt wird denn da gleich welche rausgerannt kommen. Ach nee, doch nicht. Hey, Vorsicht! Das tut weh. Hör auf zu jammern, sonst lasse ich dich fallen. Reg dich ab. Ich bin derjenige, der hier verblutet. Nein, bitte! Ich will nicht sterben! Na, lieber mal noch hier überall gucken. Abmarsch, Vito, oder willst du hier auf bessere Zeiten warten? Wo seid denn ihr? Ihr seid doch da oben. Oh. Scheiße! Das ist nicht gut. Der ganze Schuppen bricht zusammen. Das muss schon mehr bringen, Spaghetti. Spaghetti? Ich hasse Spaghetti. Nein, natürlich nicht. Spaghetti ist geil. Wo muss ich lang? Ach, da runter. Wir müssen schnell machen. Das Feuer breitet sich aus. The roof, the roof, the roof is on fire. Ach ja, die Platte und den. Ah, verdammter Rauch. Schnell, schnell, schnell. Eieiei. Ei, ei. Gibt's hier ein paar Heftchen? Da ist es schon, das Auto. Sehr gut. Okay. Oh Gott. Oh, Scheiße. So, jetzt habe ich hier. Wenn ich draufgehe. Hey, nur begrenzt Zeit. Das ist nur ein Kratzer. Der Doc flickt dich im Handumdrehen zusammen und dann gehen wir eine heben. Nein, wirklich. Sei lieber still, dann sparst du deine Kräfte. Habe ich mal in einem Film gesehen. Wir werden gesucht. Das kommt auch noch dazu. Und was ist mit dem Mann im Film passiert? Abgekratzt. Ja. Und ich werde jetzt einfach mal schnell flitzen und hoffe, dass wir die Polizei dann rechtzeitig abhängen können. Oh, Mann, du fährst ja wie meine Großmutter. Ja, ist glatt. Ist halt Winter, ne? So, wir sitzen hier. Oh, die ballern sogar auf uns. Alter, 3 Sterne. Das ist ja nicht mehr hier. Heile Welt ist das nicht mehr, da. Ah, die haben uns nicht ganz mitgekriegt. Ein bisschen geguckt, aber... Vito, komm schon. Das war's auch schon. Die Karre nicht schneller. Wir müssen die Bullen abschalten. Hallo, ich bin auf 80. So schnell ich kann, verdammt. Wow. Das ist aber nicht schnell genug. Alter, halt dich locker, Mann. Ich hab ein Mordsloch im Bein und du sagst, ich soll mich locker machen? Au, 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 au. Hey, Vito, gib Gas. Ja, ja, ja. Du schwitzt schon wie eine Hure im Beichtstuhl. Das ist eine scheiß Karre, ich kann dafür nix. Wenn du die Klappe hältst. Wie jetzt? Warum ist das jetzt anders? Also, wer ist der Typ eigentlich? Welcher Typ? Der, zu dem wir Henry bringen. El Greco? Komm, fahr. Achso, ich hab Begrenzung an. Wollen wir nicht. Ohne lästige Fragen. Zu dem Kerl geht man, wenn man nicht ins Krankenhaus kann, du Genie. Warum sollte man nicht ins Krankenhaus können? Wenn du im Krankenhaus mit einer Kugel im Leib auftauchst, rufen die doch sofort die Bullen. Ja. Und El Greco arbeitet für viele Jungs aus unserer Branche. Du wirst ihn aber wohl nicht brauchen, Vito. Bei dir verheilt es immer sehr schnell. Muss an deiner Ernährung liegen. Okay, der Satz war jetzt ein bisschen blöd. Für ein Videospiel. Das nimmt dann ein bisschen die... Wow. Hey Henry, nicht einschlafen. Halt durch. Ja. Bremsen hier. Wir sind gleich bei El Greco. Ich kann jetzt schon das nur flanke riechen. Komm schon, Vito. Bei dem Tempo sind wir ja zu Fuß noch schneller. Wie weit ist es denn noch? Ach, da oben. Okay. Alles dufte. Dann können wir jetzt mal langsam die Begrenzung wieder einhalten.
Wobei, wir werden ja sowieso gesucht, also ist es egal. So, jetzt hier hoch gleich. Und da ist er schon. Ja, komm schon, bitte, bitte, lass mich in Ruhe. Ja, sehr gut. Drück auf die Tube, sonst verreckt Henry noch. Na, bitte dabei. Wir haben doch noch hier so ein bisschen Zeit, oder? Das schaffen wir doch noch locker. Wenn jetzt da nicht gerade in dem Moment ein Polizeiauto vorbeifährt, dann schaffen wir das. Vito, das ist das Haus. Park direkt davor. Mach ich. Hammer geschafft. Sehr schön. El Greco, der Arzt? Nein, ich bin El Greco, der scheiß Maler. Unser Freund braucht Hilfe. Er verblutet. Danke, Doc. Oh, Sie haben was Henry. Gut bei uns. Schafft ihn rein. Macht schon. Wartet. Hier für dich, für den Job. Nimm es. Das kann doch warten. Na gut. Hey, danke für alles. Halt die Ohren steif. Nur ein Kratzer. Ich bleib bei Henry. Wir treffen uns dann bei mir. Gut. Das machen wir. 2000 sind da schon mal reingekommen. Und wir können jetzt also zu unserer Schwester und die Schulden begleichen für unsere Familie. Sehr schön. Aber das, meine Freunde, machen wir erst in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, die Strecke kann ich auch alleine fahren. Ja, das Stückchen fahre ich mal schnell alleine und wir sehen uns dann morgen quasi zu Hause hier wieder. Bis dahin. Tschüss.